Hey, meine Besten draußen, ich bin Jan von Bice Night Dance. Willkommen zu einem neuen Kanal. Heute mal ein kurzes und knackiges Video. Und zwar habe ich das brandneue Fanset von Manchester City am Start. Das Ganze von Tops, wie es hier oben in der Ecke steht. Brandneu erschienen. Neben Manchester City sind noch drei weitere Premier League Clubs mit Arsenal, Liverpool und Chelsea, glaube ich, erschienen. Die Boxen kosten alle jeweils 20 Euro, wenn hier 20 Pfund draufsteht. Und hier Minimum eine nummerierte Karte und eine Electro Parallel. Ich habe aber auch mitbekommen, dass teilweise auch zwei nummerierte Karten drin sind. So sieht es ganz von hinten aus. Und wir haben in Lucky Boxes, kann man auch Autogramme ziehen. Aber ich glaube, Autogramme sind hier sehr, sehr selten. Wir haben hier ein Päckchen. Letztes Jahr gab es ja, glaube ich, zum ersten Mal die Fansets. Oder ich weiß gar nicht, gibt es schon zum zweiten Mal? Ich glaube, letztes Jahr gab es sie zum ersten Mal. Letztes Jahr hatten wir ein Päckchen mit allen Base-Karten und dann noch ein Päckchen mit Inserts und Nummerierten. Dieses Jahr, wie ich es so mitbekommen habe, bekommt man kein Komplettset mehr von allen Base-Karten, sondern muss ich sozusagen mehrere Boxen kaufen, um das komplette Set bekommen zu können. Ihr seht aber, wir bekommen eine Menge an Karten. Ich habe keine Ahnung, wo die Parallels und so weiter sind. Wir zeigen einfach mal von vorne nach hinten. Neben Base-Karten gibt es auch noch verschiedene Inserts. Und ja, letztes Jahr habe ich ja viele verschiedene euch präsentiert. Und eigentlich finde ich es immer cool, euch möglichst alle so Sachen, alle Produkte so vorzustellen. Aber ich muss sagen, diese Fansets, ich finde es an sich eine coole Idee. Ich bin ja Eintracht-Fan, während der Tops, abseits davon, dass sie nicht die Lizenz haben von der Eintracht, sondern die bei Panini liegt, hätte Tops jetzt davon ein Set rausgebracht, würde ich mir vielleicht auch ein paar Boxen holen und so. Ich glaube, wenn man tatsächlich Fan von dem Team ist, dann ist es auf jeden Fall eine coole Sache. Man kann es machen. Ich finde aber an sich, 20 Euro ist jetzt schon ein stolzer Preis, sage ich mal, für das, was man bekommt. Da finde ich die Tops-on-Demand-Sets die meisten oder auch... was man sonst so bei Tops teilweise bekommt, deutlich, deutlich besser. Wie gesagt, ihr bekommt eine nummerierte, was ganz cool ist, aber die meisten werden sehr, sehr hoch nummeriert sein. Wir werden so gut wie keinen Wert haben, falls, und selbst die niedrig nummerierten Karten. Ich habe ja letztes Jahr Glück gehabt, habe eine Mbappé zu 10 gezogen, aber selbst die ist jetzt auch nicht so viel wert wie jetzt, sag ich mal, aus Hobbyprodukten und so. Darum geht es aber auch halt immer, nicht immer. Das ist ein Fanset, das soll ja auch, sage ich mal, schon ein bisschen beschreiben, dass es für die Fans ist, dass es ein bisschen Low-End-Serie ist. Aber letztes Jahr haben die englischen Sets, also die so Man City und so, haben, glaube ich, 12 Euro gekostet. Da gab es aber, glaube ich, auch keine Chance auf Autogramme. Und ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Nummerierte gab. Bei den anderen Sets, wo es teilweise dann Nummerierte gab, auf jeden Fall. Und auch, ich glaube, eine Chance auf Autogramme, die haben dann 15 Euro gekostet. Deswegen, warum die jetzt nochmal 5 Euro teurer sind, boah, keine Ahnung, vielleicht sind halt die Produktionskosten und so auch gestiegen, aber trotzdem 20 Euro finde ich schon relativ heftig. Deswegen, ich wollte ein Set öffnen, habe mich für Man City entschieden und die anderen Sets werden wahrscheinlich nicht folgen. Falls Tops es sieht, schickt sie uns gerne zu, dann zeige ich ihr auch. Aber aktuell passt es uns nicht in den Upload-Plan, sage ich mal so. Als erstes, das ist genug geredet, hier haben wir jetzt erstmal diese Insert von Yaya Touré. Ich glaube, da sind hauptsächlich Legenden. Ich habe gerade vergessen, wie diese Insert heißt. Sehen auf jeden Fall sehr cool aus. Die gefallen mir sehr gut. Und auch das sind hier die Base-Karten. Auch die gefallen mir sehr gut. Also vom Design her finde ich ganz nice. Von der Quali, ja, sind sogar besser, als ich gedacht habe. Haben schon eine, sag ich mal, ordentliche Dicke. Natürlich sind halt immer noch so Papierkarten, die sind noch trotzdem relativ dünn, aber im Vergleich zu diesen Bundesliga Summer Signings Karten, die wir vor kurzem geöffnet haben, sind die hier auf jeden Fall besser. Machen einen stabilen Eindruck, sind ganz cool. Hinten noch so ein kleiner Text. Hier für die alle Bielefeld-Fans sind hier auch erwähnt. Dann haben wir die nächste Insert von Julian Alvarez. Auch eine sehr coole Karte. Also wie gesagt, dieses Jahr alles so gemixt. Und was man hier ziehen möchte, sind beziehungsweise die Chase-Karten, die vielleicht auch einen Wert haben könnten, könnte ich mir vorstellen, sind so spezielle One-of-One-Karten. Das sind so, ja, die sind so komplett golden und die gibt es auch nur als, sagen, als One-of-One. Die wäre natürlich geil zu ziehen. Eine Haaland oder so. Ja, okay. Wir sind die fünfte Karte und wir haben die erste doppelte. Naja.
Ich finde es eigentlich an sich, finde ich es ganz okay, wenn man nicht das ganze Set bekommt, dann hat man vielleicht einen Anreiz, dann kann man ein paar Boxen, mehrere Boxen öffnen, aber dass man in einer Box eine doppelte hat und jetzt auch schon so früh, weiß ich nicht. Nathan Ake, also anscheinend nicht nur Legenden in diesem Insert-Typ. Das ist sehr nice, das sind glaube ich so die Young Guns, die nächste Generation, die haben die Nummer Mang 2. Ich weiß nicht, wie gesagt, ich habe vergessen, wie die ganzen ja, Insert-Typen heißen, aber das sind, glaube ich, besonders für die Youngster, die Karten. Ich glaube, City hat gar keine Rookies hier dabei, was ein bisschen schade ist, aber naja. Wright Phillips, Legende, Jeremy Doku, Erling Haaland, die erste Karte, sehr, sehr nice. Die Karten sehen auch schon, die Karten sehen schon cool aus. Also ist ein ganz nettes Set, wie gesagt. Ja, wenn man halt Fan von dem Team ist, ist glaube ich ganz nett. Kann man ein bisschen was sammeln, bevor jetzt die ganzen Hobbyprodukte dieses Jahr rauskommen. Und hier mit zum Beispiel Aguero, ein paar Legenden dabei. Aber ja, ich finde 20 Euro vielleicht ein bisschen teuer. Okay, Rodrigo, und also kommen wir auch schon zum Ende. Ich glaube, die Nummerierten sind am Ende. Kovacic, Cedrico, Kyle Walker, Phil Foden, sehr nice. Pep Guardiola, das finde ich cool. Trainerkarten bekommt man nicht so häufig. Und oh, da haben wir auch schon unsere Electric und dann dahinter haben wir unsere Parallel und ich sehe schon irgendwas Türkises. Ich glaube, das ist die höchste Nummerierung. Als erstes Manuel Akanji für Manchester City. Die Electric, die kennen wir auch aus dem letzten Jahr. Sehen cool aus, sind nicht nummeriert, aber cooles Ding. Ganz nett. Und dann haben wir noch Kyle Walker. Und die ist nummeriert 337 von 399. Und das ist genau das, was ich meinte halt. 20 Euro Set. Und ihr bekommt halt, ja, dann eine zu 399 von Kyle Walker. Also, ja, das bekommen, was ich auch erwartet habe. So wird die durchschnittliche Box auch aussehen. Was ich nicht so geil finde, ist, dass, wie gesagt, ja, die doppelte Touré, die werden wahrscheinlich irgendwie zufällig halt reingemacht, aber doppelte Touré, also muss nicht sein. Das finde ich schade, wenn da doppelte in einer Box drin sind. Aber an sich, ja, kann ich nur sagen, wenn ihr Fan von einzelnen Teams seid, kann so eine Box ganz nett sein. Aber jetzt irgendwie groß Hoffnung haben, dass ihr da irgendwas Krasses zieht, müsst ihr nicht. Natürlich, es gibt trotzdem irgendwie niedrig nummerierte Karten. Es gibt auch ein paar Autogramme, wenn man sehr viel Glück hat. Aber ja. Ihr solltet, glaube ich, wenn ihr die Box euch holt und öffnet, solltet ihr im Kopf haben, dass ihr wahrscheinlich sowas zieht. Wenn ihr was anderes zieht, freue ich mich für euch. Schreibt mal gerne auch in die Kommentare, falls ihr eine der Boxen geöffnet habt, nicht nur City, sondern die anderen, was ihr so bekommen habt. Vielleicht habt ihr ja Glück gehabt und habt irgendwas niedrig nummeriertes, irgendein Autogramm oder so gezogen. Das wünsche ich euch allen von Herzen. Aber wie gesagt, falls ihr euch überlegt, was ihr so bekommen könnt, das ist so die durchschnittliche Ausbeute, würde ich jetzt mal sagen. Wie gesagt, 399 ist das wahrscheinlich von jeder Karte, zumindest von jeder Base-Karte, da seht ihr ja schon. Aber ist auf jeden Fall eine coole Sache. Wie gesagt, jetzt vier Premier League-Teams. Ich könnte mir vorstellen, also im Laufe des Jahres werden safe auch wieder für Dortmund und Bayern-Serien kommen. Soweit ich weiß, also bestehen die Lizenzen noch. Ob es dann so ein Set wird oder die letzten Jahre kamen ja eher nochmal andere Sets, die ein bisschen leicht verändert waren. Die, muss ich sagen, auch ein bisschen cooler waren als nur diese reinen Fansets. Deswegen hoffe ich mal darauf auch wieder. Das Bayern-Set letztes Jahr, auch wenn ich selber nichts geöffnet habe, war sehr cool aus. Auch diese ganzen Legendenautogramme und so, die Topstar bekommen hat, war sehr, sehr geil. Und auch das Dortmund-Set, das haben wir auch geöffnet. Da habe ich auch sogar relativ Glück gehabt, eine coole Karte gezogen. Die waren auch nochmal ein bisschen cooler. Aber ja. Das war's von mir für heute. Ich hoffe, ihr konntet einen guten Eindruck über die Boxen bekommen. An sich muss ich sagen, finde ich sehr cool, auch von Tops, dass die hier immer wieder neue Sachen, verschiedene Produkte ja, auf den Markt bringen und halt auch mal so Serien wie diese hier, die halt, wo dann eine Box nicht gleich 150 Euro kostet. Aber ja, ich finde im Vergleich zu vielen anderen Serien, die so auf dem Markt sind, finde ich, ja, die Ausbeute für den Preis, ja, nicht überragend, sag ich's mal so, aber die Karten sehen cool aus und wenn ihr Fan seid, kann man das sicherlich machen, mal so eine Box holen. Das war's auf jeden Fall von mir für heute. Wir sehen uns bald wieder hier bei Vice United. Ciao, ciao.